Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück im Bergischen Land auf Hof Community. Ja, ich habe uns mal einen Vorführer gespannt gemietet. Ich Vollpfosten wollte eigentlich mit Green Mover haben, aber naja, egal. Ich dachte immer, die Querneland und Vicom-Mailwerke hätten auch dieses Ding, aber haben sie nicht. Egal. Jedenfalls können wir jetzt erstmal alle Wiesen runterbolzen. Die Rüben sind fast weg. Der ist gerade noch in den Lauern, deswegen hatte ich schon mal angefangen jetzt zu mähen. Wir brauchen Heu und ja, Kleesilage können wir auch machen. Aber so geht es ausnahmsweise mal ein bisschen schneller, ne? Mit dem gemieteten Gespann. Mit einem schönen Deutz. Habe ich mir mal rausgesucht, wollte mal ausprobieren. Und die Vicom-Mähwerke. Jetzt heißt es erstmal Gras mähen. Gras, Klee, alles runterbölzen. In eine Rutsche. Wir brauchen Heu, wir brauchen Klee. Dann können wir Kühe kaufen, weil wenn wir die Ballen nämlich direkt runterholen, können wir die direkt in den Stall fahren. So ist mein Plan. Ich hoffe, der geht auf. Weiß ja nicht so genau bei mir. Das Gespann ist natürlich jetzt auch nicht billig. Das sind immer locker 10.000 Euro, ne? Kommst du nur mit dem 14.000, aber naja. Was kostet die Welt? Das ist Arbeitsersparnis, sagen wir es mal so. Was anderes bringt es nichts. Ich hätte die Krone Easy Cut nehmen müssen, aber oh, die brauchen so viel Leistung immer. Naja, egal, dann wenden wir es lieber einmal. Das soll wohl nicht das Problem werden, ne? Eben auch immer mit dem Wender drüber zu heizen. Aber ich hätte mir die Schwattablage echt sparen können. So ist das. Egal, fürs nächste Mal bin ich schlauer. Dann mache ich das nicht mehr so. Ich brauche auch ein bisschen Frischgras, ne, für die Kühe. Muss ich aufpassen, ich darf nicht alles mähen. Das ist wieder ein Hitmeck, ne? Ich habe direkt nach dem Händler hier die Wiese angefangen. Wir müssen ja alle 5 Flächen mähen. Also von daher, ob wir jetzt hier anfangen oder da hinten, das ist ja eigentlich, pustet jetzt eigentlich mit der Kamera in letzter Zeit los, dass sie so. Da ist die Ausfahrt, ne? So unscharf ist. Weiß ich gar nicht. So, Abfahrt. Nur einige Flächen zu mähen. Die letzten Rüben gleich noch runterholen. Können wir das Gespann nämlich schon mal zurückgeben. Richtig schickifani. Ja, Klee machen wir Silage, hatte ich gesagt. Naja. Klee-Mob wie Silage. So, das machen wir aber gleich erstmal in der Außenansicht, ne? Die erste Runde. Weil das ist, wenn du da aus Versehen 2 reinkriegst, nee, das lass mal. Da habe ich nicht so eine Böcke drauf. Dann hast du nämlich Gras und Klee und dann hast du nämlich jedes Mal das Theater. Wenn du dann wendest oder mähst. So. Bin auch innen dran lang geschossen. Auch runterkriegen. Wir brauchen Kleesilage. Deswegen hatte ich das ja schicki vorne gesät. 2 Flächen Klee. Der Deutz zieht die Mähwerke, zieht er gut. Okay, ne, da ist auch kein Dings jetzt drauf hier. Kein Aufbereiter, aber sonst, ich finde, der zieht die gar nicht schlecht. Kann ich stellen mit besoffen haben. Hier kommt raus mit mir. Habe ich dann nachher ein Problem beim Pressen. Ist nicht so schick hier vorne hier. Wir
können wir hier hinter rund ummähen und holen das Frischgras immer für die Kühe weg, ne? Den Vorteil haben wir dann halt jetzt, dass wir das hinterher schön in Stall fahren können. Dann geht's mir hoch, ne? Das merkt doch der Deutz. 260 PS. Haben dann auch hier ein wenig zu knapsen. Schlecht gemäht, ne? Ihr kennt's nicht bei mir. Oh, schick ich von hier rein. Abfahrt. Also haben wir aber echt Arbeitsersparen, also Zeit ersparen, das kann man. Schon schickifoni. Nix dir doch, ne? Ob du da noch 3 Meter mehr dran hast oder ne? Wir haben 5 Wiesen, also ja, 5 Flächen, ne? Das ist richtig viel diesmal. Was wir hier runtermähen müssen. Durch das lange Warten, ne? Und dann hier und da noch umgetütert und dies noch gemacht und jenes noch gemacht. Hat sich das ja alles verschoben und herausgezögert. Ja, und dann wird es jetzt. Klee müsste eigentlich gut Ertrag geben. Letzte Wachstumsstufe ist der. Ich denke, da sollten wir jetzt ordentlich was zusammenkriegen, dass unser Stall dann hinterher voll ist. So ist der Plan, ne? War zumindest mein Plan. Aber mein Plan weiß ja nie, ob der aufgeht. Das ist ja immer so. Schickifani, ne? Ist just zum Gucken hier mit dieser Kombi. Der zieht die echt gut. Okay, ist auch teuer, ne? Bis 0,9 Stunden nutze ich den, dann gebe ich den zurück. Also nochmal Miete dafür zahlen möchte ich nicht. Ja, ganz ehrlich. Richtig schicki vorne. Wir können hier rumfahren. Und sagt er den Körner, können wir hier einfach weiterfahren. Ja, Klee machen wir. Silage von. Wiese machen wir zum größten Teil Heu. Vielleicht tun wir eine Wiese noch. Ja, ich glaube, wir machen alle Heu, wa? Grassilage müsste erstmal ein bisschen reichen. Ich denke, wir werden uns so 30, 35 Kühe erstmal zulegen. Dann haben wir auch genug. Weil die fressen einen ja die Haare vom Kopf. Und dann ohne Zinsen. Schicki Feine. Kannst du da ordentlich Gemüse reinbuttern. Das wollen wir nicht. Sofort. So. Felix, was sitzt du da? Was ist los? Hm? Korrekt. Auch gleich durch. Rutzi putzi, ne? Bis zum Gucken. Steht da nichts mehr. Ne, Tatsache ist alles fertig. Ja, dann Abfahrt zur nächsten Fläche. Es hat sich schon gelohnt, dich gespannt zu mieten. Hier muss man immer ganz ehrlich sagen. Können hier rumfahren, ne? Jetzt kommt die
Probe. Aber es ist auch richtig zieht. Jetzt kommen wir am Berg gleich. So, hier rum. Schicki Feini. Wir haben nämlich hier die Wiese. Ich hätte da unten schon reinfahren können, ne? Sagt aber auch keiner was. Wahrscheinlich hätte ich da unten reingemusst. Wie ist Rot? Ja, wir können auch hier rein, ne? Ja, ja, ja. Die erste Bahn mache ich immer in der Außenansicht, ey, weil du das echt bescheiden siehst. Und dann mit den Zäunen. So, abfahren. Abfahren. Erst einmal mähen hier auf der Fläche. Ja, hier geht er auch in die Knie, ne? Geht's auch mächtig hoch, ne? Oh. Ist schon wart. Im Gegensatz zu den anderen Flächen hat sie echt schon. Hat schon was zu tun. Ich sag aber, die Folge ist ja schon zu Ende. Ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.